Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und heute bin ich mal wieder für euch im Pandamix unterwegs und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Video präsentieren. Heute gibt's mal keinen Guide, sondern ich wollte euch mal zeigen, wie es aussieht, wenn man mit Max Gear an den Worldboss rangeht, ob man die mittlerweile solo machen kann. Ich habe jetzt meinen Char auf 476 equipped im Durchschnitt und ja, das sind quasi die maximale Upgrade-Stufe auf 556. Der Durchschnitt ist halt ein bisschen niedriger, weil man die Ringe und Trinkets bzw. den Hals halt nicht upgraden kann. Aber das ganze andere Zeug ist quasi einmal auf Maximum. Genau. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, wie das aussieht. Ich bin jetzt hier auf einem Druid Tank. Der macht das natürlich ein bisschen weniger Single-Target-Schaden als ein DD. Aber nur mal, dass er so ein bisschen ein Gefühl kriegt. Dafür habe ich mir ein paar Rollen reingeschmissen, die man hier nachgeschmissen kriegt. Und dann würde ich sagen, schmeißen wir HT und fangen da mal an. Ich ziehe mir mal die Cooldowns. Wir heilen uns auch ein bisschen nach oben, hätte ich gesagt. Also Schaden kriege ich prinzipiell keinen. Jetzt schauen wir mal. 4 Millionen. Wir haben einen kleinen Proc von Schutz der Rettung. Und jetzt rödeln wir halt einfach auf den Boss drauf. Ne? Also Schutz der Rettung ist der Ward. Und jetzt seht ihr, der Boss geht relativ schnell runter. Mit dem Leben passiert nichts. Ich habe 21 Millionen Leben. Also den könnt ihr auch easy als TD umhauen. Und so ähnlich läuft es tatsächlich auch bei Normal Dungeon Bossen. Ne? Also ihr könnt dann normal die Dungeons durch. Ich hatte jetzt hier meine Twings noch mit dran stehen, dass die halt noch ein bisschen extra Loot kriegen. Aber ihr seht, die 150 Millionen habe ich da quasi solo auf den Boss draufgehauen. Also wenn ihr Max Gear habt oder wahrscheinlich schon über 400 Item Level World Bosse, könnt ihr relativ easy solo umhauen. Und auch in den Raids kommt ihr im Normal, denke ich mal, relativ gut durch. Es kann natürlich sein, dass der ein oder andere Boss mit einer Mechanik Schwierigkeiten macht, ne? Aber selbst als DD sollte das gut funktionieren. Jetzt können wir auch so nochmal ein bisschen reingucken. Den meisten Schaden haben tatsächlich meine Fähigkeiten gemacht. Also Töten ist so eine Geschichte, die macht halt Damage, wenn der Boss auf 10% ist. Ne? Das ist auch ein bisschen Overkill, diese 44 Millionen. Schutz der Rettung, da hatte ich ja schon mal ein Video gemacht, das ist dieser Ward, der knallt richtig rein, wenn man in großen Raids ist und einen Haufen Overheal kriegt. Und dann habe ich halt noch ein paar andere Steine. Ich habe den Druid Tank hier jetzt relativ auf Damage getrimmt, also was hier diese extra Steine angehen. Schlichtweg deswegen, im Endeffekt macht mir eh nichts Schaden, ja, und deswegen bin ich ein bisschen offensiv unterwegs. Wahrscheinlich wäre es für einen offensiven Build sinniger, auf mehr Vielseitigkeit zu gehen, weil das halt allgemein den Schaden erhöht und wahrscheinlich auch die ganzen Steine betreffen würde. Ich sag's euch aber ehrlich, ich wollte für ein bisschen Show und möglichst das Live pushen, deswegen habe ich ein bisschen Mastery genommen, ne? Aber theoretisch wäre es wahrscheinlich sinniger, mehr Versa-Steine reinzumachen. Genau. Ich kann euch mal zeigen, was ich für Steine spiele. Das müssen jetzt nicht die besten sein. Ich habe das immer so ein bisschen in den Raids und Dungeons, beziehungsweise eher Raids, die ich gemacht habe, bei anderen Leuten geguckt, wie, mit was die am meisten Schaden gemacht haben. Immer wieder ein bisschen was ausprobiert. Und ja, die Steine, auf die ich jetzt gehe, ist einmal Schutz der Rettung. Dann habe ich hier den Hagelsturm, Erinnerung an Rache. Dann habe ich Eifer drin. Dann habe ich hier Töten, Siegesfeuer, Rasanter Schlag. Rasanter Schlag ist halt Nahkampfangriff. Also wenn ihr ein Magier seid, ist das, denke ich mal, nicht sinnig, wenn eure Nahkampfangriffe mehr Schaden machen. Und dann habe ich Blitzableiter, Erblühen des Sonnenwanderers, explosives Sperrfeuer. Und dann habe ich Streben nach Gerechtigkeit. Das ist der Movement Speed Sockel. Ich habe hier Flat Speed drin, weil ich immer meine Twinks hier mitziehe, wenn ich Dungeons und Raids laufe. Ne? Die packe ich auf Follow. Ich kann da eh alles quasi alleine umhauen im Normal und dann ziehe ich die so ein bisschen mit. Und ja, da bringen mir keine Movement Speed Fähigkeiten was, sonst bricht mir nur der Follow. Genau. Eigentlich war der Plan, dass ich euch jetzt hier noch mehr World Bosse zeige, aber das Problem ist, die sind ein bisschen umkämpft und ja, dann solo mal einzukriegen, jetzt wie hier Galleon, ist tatsächlich fast ein bisschen eine Seltenheit. Dementsprechend lassen wir es jetzt bei einem World Boss, aber ich denke mal, ihr habt das ihr habt jetzt gesehen, wie das Ganze funktioniert. Für die Leute, die sich fragen, wie ich jetzt so schnell hochgekommen bin, ich habe schon einen Gearing Guide erstellt. Ich habe jetzt eine Woche gebraucht von quasi auf Stufe 70 kommen, auf Max Gear. Geht relativ schnell, ohne irgendwelche Grinds, ohne irgendwelche Frog Farms und andere Sachen. Ich habe halt einfach nur stumpf die Daily-Aktivitäten gemacht, eine Woche lang. Und das reicht halt, ne? Also LFR, Normal Raids und die Daily-Quests. Das zieht sich zwar ein bisschen, das alles am Tag zu machen, aber das ist halt eigentlich relativ effizient, um die Bronze zu farmen. Juti, damit sind wir durch. Sollten noch Fragen offen sein, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Und ja, ich werde demnächst noch ein paar mehr Videos zum Pandamix raushauen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Könnt ihr gerne reinschalten. Euer Tiller. Bis dahin. Ciao.